Was geht denn? Warte mal, was anderes. Vor 5 Tagen, zum Zeitpunkt des Video-Releases, sind es schon vor 6 Tagen, hat Warner Bros. Einen Trailer rausgebracht. Zu einem Film. Minecraft-Movie. Nicht Minecraft-Movie oder wie Minecraft-Movie, nein, A Minecraft-Movie. Was mich erwartet, das ist der falsche Trailer. Was mich erwartet, was uns erwartet. Ich würde sagen, wir jumpen mal rein. Aber erstmal einen kleinen Sip. Boah. Okay. Not gonna lie. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. You. I am Steve. Okay. Oh, this guy is such a tool bag. Okay. Nein. Also, die erste Sekunde, die hat mich gecatcht, so, oder? Nicht so laut. Doch, das sieht doch geil aus. Das ist ein geiler Shader. Das ist richtig geil gemacht. Du hast echt das Hightech-Village sogar. Du hast hier so eine Burg auf einem großen Felsen. Der Felsen sieht auch echt geil aus mit diesem großen Loch hier. Du hast einen hohen Turm, du hast eine Kirche, glaube ich. Du hast ein paar Windmühlen, du hast echt ein geiles Dorf. Wenn so ein Dorf aussehen würde, Traum. Aber wer sind das? Warum sind das so viele NPCs? So? In Minecraft spielst du ja selbst Steve und keiner von denen ist Steve. Und Steve sieht nicht aus wie Steve. Dazu kommen wir aber noch gleich. Das sind einfach vier random. Ist das so wie bei Jumanji irgendwie, dass die so in das Spiel reingezogen werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Der sieht sympathisch aus. Allgemein das CGI in dem Trailer, ne, sieht richtig komisch aus. Und eine Sache, warum sind da Ghasts und Zombie-Piglins? Hat die Oberwelt nicht genug Monster mit Skeletten, Zombies, Baby-Zombies, Zombie-Villager, Creeper, Endermans, Hexen, Spinnen? Warum Kreaturen aus der Hölle? Ist da irgendwie so ein Portal kaputt gegangen? Weiß ich nicht. By the way, die Zombie-Picklings sind hässlich aus. Die Gas auch, also das ganze CGI sieht jetzt nicht geil aus. Der Wolf sah ganz okay aus. Ich hoffe, die zählen den und dann machen die sich so eine krasse Hundearmee. What the fuck ist das? Was soll das für ein Item darstellen? So, hä? Was sind das, zwei Buckets mit einer Kette? What the fuck? Ich weiß es nicht. Die Burg sieht geil aus. Das sieht cool aus. So, das Holz, so die ganze Landschaft, die haben die echt schön gemacht. Aber die Mobs, hässlich. So. Es ist einfach nur hässlich. Steve's Lager-Chick. Exploding Pig. Okay. Da ist ein Creeper. So der einzige andere Mob, der auch in der Oberwelt normalerweise spawnt, aber überzeugt mich nicht. Das ist die Hölle. Allerdings gab es in der Hölle ja auch noch was anderes. Es gab noch Urwa-Skelette, es gab, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Dinger, die auf Lava laufen. Es gibt andere Zombie-Picklings, mit denen man auch traden kann. Who are you?
Du kannst mir nicht sagen, dass es Steve ist. Steve ist ein... Nein. So, das ist Steve. Das ist nicht Steve. So, Steve hat ein Minibart hier. Kein Vollbart und auch nicht grau, sondern schon braun. Keine langen Haare. Ah, das Outfit passt. Ruhig. Ja, passt. Das Outfit passt. Steve. Und Steve redet nicht. Okay. This guy is such a toolbag. Ich weiß nicht. Also ich gehe den Film trotzdem rein. Aber 11,8 Millionen Views. Ich kann die Kommentare schon riechen. Oh. We got Jumanji, Minecraft. Ja, habe ich doch gesagt. Wir gucken uns den richtigen Minecraft-Trailer an zum Schluss, damit wir noch ein Happy End haben. Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination. Das ist Steve. Das, meine Let's Damen und Herren. Wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine. Or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. Wo waren die Zombies im Trailer? No one can tell you what you can or cannot do. With no rules to follow. This adventure, it's up to you. Also, not gonna lie, so im Film, die Landschaften sahen echt schön gemacht aus. Vor allem der Baum und dieses kleine Blockding, dieses kleine Holzblockding, was in der Mitte geschwebt hat, dass die den Baum abgebaut haben. Das sah schön aus, aber die Mobs, das Kamel sah auch richtig hässlich aus und weiß nicht, Was sagen die denn hier? Sortieren wir nach Neueste zuerst. Vor 12 Minuten. Kriegt ein Like von mir. Michael fell auf Bra. Das Ding ist, wir haben so gute Minecraft-Movies. Das ist doch viel besser, solche Filme zu machen. Es gibt so viele gute Beispiele für Filme, aber nein, wir wurden so hops genommen. Naja, das war's mit dem Video. Ich werde trotzdem in den Film reingehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Übrigens, ich habe einen Discord-Server erstellt. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne reinjoinen. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao. Du.